Willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin immer noch ein bisschen krank, was ihr wahrscheinlich hören könnt. Bin 4 Tage lang nicht zur Schule gegangen und meine Stimme könnte jeden Moment abkratzen. Aber ich wollte ein Video drehen. Nämlich eins, was sehr angefragt ist, über amerikanische Klischees. Nee, amerikanische Klischees ist falsch. Klischees über Amerika, hauptsächlich über Highschool. Ich wünsche euch ganz viel Spaß für ein Video und hoffe, dass ich einige Klischees aufklären kann und dann los geht's. Als erstes, man isst dort nur ungesund, nur Fastfood und so weiter. Und als zweites Klischee sozusagen, deshalb ist auch jeder fett. Die Leute sind hier alle ein bisschen fülliger, aber wenn man hier ist, fällt es halt einfach so gar nicht auf. Es heißt nicht, dass sie fett sind, aber es heißt einfach, dass die Mädchen mehr weibliche Rundungen haben und dass es einfach egal ist, ob man einen flachen Bauch hat oder nicht. Und dass es ja auch nicht so krass Bodyshaming gibt, um ehrlich zu sein. Also natürlich, so was ich jetzt so mitbekomme. Ich bin von der Natur aus sehr schlank und in Deutschland haben mir auch schon mal ein paar Jungs gesagt, so, ja, du bist zu dünn. Wenn ihr auf mein Profil geht, dann seht ihr, dass ich eine normale Figur habe. Natürlich bin ich schlank, aber es liegt einfach daran, weil alles in die Länge gezogen ist, weil ich ein großer Mensch bin. Aber hier wird man einfach nicht so krass verurteilt. Und ich rede gerade nur über meine Stadt, über die Menschen, die ich kennengelernt habe, über meine Highschool und so weiter und nicht über ganz Amerika, okay? Okay. Aber für mich ist das halt so, was ich so von Amerika sehe. So. Und es gibt auch ein paar dickere Jungs, also die wirklich dick sind und auch dicke Mädchen. Aber keine Ahnung, so ist halt einfach so, wen juckt's? Zum Essen, man ist halt viel mit Freunden so unterwegs, dann holt die einen ab im Auto und man fährt einfach rum. Und dann geht man nicht nach Hause und kocht erst. Dann hält man einfach so bei irgendeinem Fastfood-Restaurant, so Taco Bell, Chick-fil-A, Burger King. Und dann hält man da einfach und holt sich was zu essen. Und wenn man den ganzen Tag zum Beispiel mit seinen Freunden verbringt, dann isst man zum Beispiel mittags und abends nur Fastfood von unterschiedlichen Fastfood-Restaurants, aber keine Ahnung. Aber zum Beispiel meine Gastfamilie kocht abends. Und die ist sehr, sehr gesund. Aber natürlich, so viele Sachen sind sehr fettig und sehr ungesund. Aber man kann ja immer Gemüse kaufen, man kann Obst kaufen, man kann sich selber was machen. Und in Restaurants gibt es auch gesunde Sachen. Aber Amerikaner essen schon sehr, sehr gerne ungesund. Und ich esse zum Beispiel jeden Tag in der Schule Salat. Und man sollte auch jeden Tag in der Schule Salat essen. Also nicht nur Salat, sondern halt auch Obst und Gemüse. Das wird so von der Schule vorgesehen. Nummer 2, dass alles XXL ist, alles viel größer. Und das stimmt schon. Wenn man sich meine Nachbarschaft anguckt, die ich nicht filmen möchte. Die Häuser stehen also 200 Meter auseinander. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut geschätzt ist. Und jedes Haus hat halt schon so richtig viel Platz. Aber ich bin in der Nachbarschaft nicht wirklich im Ort drin, sondern also in der Stadt drin, sondern in einer Vorstadt. Und deshalb, ist ja alles generell größer, aber es ist halt alles trotzdem umzäunt und so, bla bla. Und die Häuser sind auch alle größer, aber man sieht halt schon so den Unterschied zwischen reicheren Personen und ärmeren Personen. Wenn ein Stockwerk, wenn ein Haus mehrere Stockwerke hat, dann ist es meistens reich. Und das ist meistens ein reicheres Viertel. Und wenn es nur ein Stockwerk hat, dann ist es meistens ein ärmeres Viertel. Dann in der Schule, Quarterbacks und Cheerleader sind so die beliebten Mädchen und Jungs. Und Quarterback, ich weiß, was ein Quarterback ist, das ist halt ein Footballspieler, der halt eine bestimmte Position spielt, aber ich habe keine Ahnung, wo diese Position ist. Braucht mir keiner zu erklären, Footballspieler ist leider erst vorbei. Und zum Thema Footballspieler, manche sind beliebt, manche sind, die kennt man nicht mal. Es ist einfach so, wenn ihr einen Jungen kennenlernt hier in Amerika und der ist beliebt, dann ist er meistens ein Sportler, aber zum Beispiel hier kann es auch sein, dass er dann ein Baseballspieler ist oder auch mal ein Fußballspieler, also Soccer. Baseball und Football sind so die beliebten Jungs. Aber wenn du einen Footballspieler kennenlernst, heißt das nicht gleich, dass er beliebt ist. Versteht ihr, was ich meine? Die meisten Jungs sind halt wirklich beliebt, wenn sie Sportler sind. Und dann haben die meisten auch ehrlich gesagt ein Sixpack und sind muskulös und sind, ja. Und zu den Cheerleadern, viele Cheerleader sind beliebt, aber nicht nur Cheerleader sind beliebt. Zum Beispiel in meinem Jahrgang kenne ich nur 2 Mädchen, die zu den Beliebten gehören. Die Cheerleader sind. Und dann gibt es aber noch andere Cheerleader, die sind nicht beliebt. Ihr stellt oberflächliche Fragen und ich muss dann oberflächliche Antworten geben. Aber jetzt kommen wir auch gleich noch zum Charakter und so, also keine Sorge. Dann die nächste Frage, dass Mobbing stärker ist. Und das kommt wahrscheinlich von
Serien wie 13 Reasons Why und so weiter. Ich habe eigentlich noch gar kein Mobbing mitbekommen, außer jetzt vor kurzem. Da war ein Junge und ein Mädchen zusammen und dann haben die Schluss gemacht und das Mädchen konnte es nicht verkraften, dass der Junge Schluss gemacht hat. Und sie behauptet jetzt, dass er sie vergewaltigt hätte und so. Hat aber nach der Trennung noch tausendmal gepostet, wie sehr sie ihn liebt. Und dann, als er ihr gesagt hat, dass er nichts von ihr möchte, hat sie halt gesagt so, ja, du hast mich vergewaltigt. Und sie wusste nicht, dass es so eskaliert. Und dann haben ihre Freunde diesen Jungen angerufen und gesagt, dass er sich töten soll, dass er sich umbringen soll. Und es ist ein sehr, sehr guter Freund von mir und ich war gerade halt in seiner Nähe. Und dann habe ich dieses Telefon genommen und ich war so richtig so, warum glaubt ihr, dass es gerechtfertigt ist, dass ihr halt jemandem sagt, dass er sich umbringen soll? Glaubt ihr nicht, dass das zu viel ist? Und sie weiß selber, dass er sie niemals vergewaltigt hat, weil die beiden waren niemals wirklich alleine. Weil wenn man in einer Beziehung hier ist, dann kann man meistens gar nicht wirklich alleine sein, so den ersten Monat. Weil die Eltern das einfach nicht erlauben würden, weil die denken würden, ihr würdet Sex haben, so. Und ich weiß nicht, was zum Mobbing zählt, aber es ist halt wirklich krank, weil die schreiben ihm so jeden Abend so, ja, bring dich um und sowas. Aber es ist so das Einzige, was ich mitbekomme. Weil sonst ist jeder gut mit jedem hier. Und wenn sich zwei Mädchen nicht abkönnen, dann dürfen die sich nicht wirklich ankriegen, weil das schlecht für deren Image ist. Weil wenn du eine Zicke bist, dann ist das ziemlich schlecht für dein Image. Dann viele Partys. Und ja, es gibt ziemlich viele Partys. Hauptsächlich in der Football-Season. Also ich weiß nicht, wie es jetzt wird, aber die Football-Season ist jetzt vorbei. Und freitags war ja immer ein Football-Spiel und danach gab es Partys. Ja, es gibt ja wirklich viele Partys. Hauspartys meistens, weil es hier keine wirklichen Clubs gibt. Aber ich würde sagen, in Deutschland gibt es mehr Partys, weil man einfach in den Club gehen kann. Und so von meinen Freunden in Deutschland, da ist man eigentlich so jedes Wochenende auf einer Party. Ich nicht im Club, weil ich noch nicht 16 bin, aber meine Freunde und sonst gehen wir halt so, hängen wir einfach so ab. Die Leute in Deutschland trinken und die Leute in Amerika trinken, nur in Amerika trinken die später als in Deutschland, weil in Deutschland gibt es 14-Jährige, die schon trinken. Und in Amerika ist es meistens so 15, 16, was auch nicht wirklich später ist, aber die trinken halt trotzdem illegal. Und in Deutschland ist es halt ab 16, da kann man Bier kaufen und trinken und so. Aber hier ist es halt voll streng. So, da darf man erst ab 21 Alkohol kaufen und trinken. Dann, die Jungs sind mehr Gentlemen und das stimmt. Also in Deutschland halten die Jungs mir auch Türen auf und so. Aber in Amerika ist es einfach eine Selbstverständlichkeit. Und ein Junge muss dich behandeln, wie man eine Frau zu behandeln hat, oder die bekommen richtig Stress. Und wenn ein Junge kein Gentleman zu dir ist, dann bekommt er halt Stress von der Schule, von den Lehrern. Wenn er einfach ein Arsch zu dir ist, dann kann der Lehrer ihm dafür Strafarbeiten geben. Dann kann er den nachsitzen lassen, einfach nur, weil er gerade nicht nett zu dir war. So. Ich habe dieses Klischee nicht bekommen, aber ich habe es mir vorher gedacht. Ich dachte immer, es gibt keinen Unterschied zwischen schwarzen und weißen Menschen. Und ich weiß, das klingt ultra rassistisch. Aber in Deutschland, wenn ich da einen Schwarzen begegne, dann ist der für mich einfach, dann sehe ich da keine Hautfarbe, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich bin hier auch mit schwarzen Leuten befreundet und es interessiert mich nicht, weil die sind nichts Schlechteres hier. Also ich glaube, es ist euch bewusst, dass es in Amerika mehr Rassismus gibt teilweise als in Deutschland. Aber hier so, alle sind voll cool so damit, wenn die Person weiß ist. Also die Schwarzen sind damit cool, wenn es weiß ist. Weil es ist ja nicht nur Rassismus gegen die Schwarzen, sondern auch Rassismus gegen die Weißen von den Schwarzen. Darf ich überhaupt Schwarze sagen oder muss ich farbig sagen? Okay, es tut mir leid. Weil ja, auf jeden Fall habe ich farbige Freunde. Aber was mir aufgefallen ist, farbige Mädchen, die sind teilweise so arrogant und so. Und wenn du an deren Lunchtisch sitzen würdest, die würden dich anschreien, die würden an deinen Haaren ziehen, die würden dich wahrscheinlich verprügeln. Wirklich, also. Ihr braucht hier keine Angst haben vor Jungs, ihr braucht hier Angst haben manchmal vor diesen Mädchen. Und die sind auch wirklich gegen weiße Mädchen. Die sagen, dass weiße Mädchen hässlich sind, sagen, dass weiße Mädchen Schlampen sind und so weiter. Und die kämpfen richtig. Also letztens in meiner Klasse, da haben die sich so angeschrien und dann haben die angefangen, sich zu boxen. Die haben angefangen, ihre BH-Dinger so zu flipsen, dass das halt richtig weh tut. Die haben in den Haaren gezogen, die haben die Nägel versucht abzubrechen. Ein paar sind hier wirklich krank, aber ein paar sind halt voll normal so. Ja, das Ding ist voll rassistisch, aber ich hab nichts gegen Farbiges. So interessiert mich so gar nicht. So, die erste Freundin, die ich hier hatte, war direkt schwarze. So, wen juckt's? Ich liebe ihren Humor und manche Farbigen sind einfach viel lockerer als so weiß halt.
Dann Lunch, dass es da so krasse Gruppierungen gibt, dass nicht jeder an den Tisch sitzen darf und so. Es gibt drei verschiedene Gruppen, bei denen ich beim Lunch sitze. Manchmal sind es schwarze Mädchen, wie schon gesagt, ich habe nichts gegen schwarze Mädchen. Da sitze ich einfach nicht mit denen und rede einfach mit denen. Manchmal sitze ich so bei den beliebten Mädchen. Es kommt halt an den Tag drauf an, weil manchmal haben diese Mädchen oft Periods, das heißt, dass die frei haben, dann fahren die irgendwo hin, essen Fastfood. Und manchmal haben die aber wirklich Lunch. Und wenn die Lunch haben, dann essen wir zusammen. Und wenn die kein Lunch haben, dann können die mich nicht mitnehmen, weil ich nicht das Schulgelände verlassen darf, was voll dumm ist. Ja, und dann gibt es noch eine andere Gruppe, das sind auch beliebte Mädchen, aber die mögen die anderen beliebten Mädchen nicht. Das ist halt eine andere Gruppe einfach. Weil egal ob beliebt oder unbeliebt, es gibt immer diese Gruppen. Und wenn man in einer Gruppe ist, dann ist es egal, ob man beliebt oder unbeliebt ist, weil dann gehört man einfach irgendwo zu und das ist das Wichtigste. Ja, und man kann sich auch irgendwo an den Tisch setzen und einfach fragen, ob man da sitzen darf. Wenn man sich einfach in eine Gruppe setzt, die schon lange besteht, dann kommt das komisch, dann werden die euch komisch angucken. Aber wenn ihr vorher fragt, hey, kann ich da sitzen? Dann sagen die, hey, wer bist du und bla bla. Alles gut. Dann die nächste Frage. Sie wissen nichts über Deutschland, nicht mal, wo es liegt und so weiter. Und Amerika haben hier ja kein wirkliches Erdkunde, außer sie wählen es, weil jeder kann seine Kurse selber bestimmen. Und deshalb fehlt denen so ein bisschen das Allgemeinwissen. Aber manche Amerikaner wissen, wo Deutschland liegt, wissen über die deutsche Geschichte, bla bla. Manche wissen es gar nicht, aber... Ich wurde einmal gefragt, ob Trump auch unser Präsident ist. Und dann war ich so, nein, zum Glück nicht. Dann, dass die Noten von A bis F sind, also A ist dann das Beste und F ist das Schlechteste. Ja, und wenn man ein F hat, dann ist man auch direkt durchgefallen und es gibt kein E. Also es ist A, B, C und D. Und wenn man ein F hat, dann ist man einfach direkt failed. So. Die Punkte werden so in Prozent gerechnet. Also A ist 90 bis 100%, B ist 80 bis 90, C ist dann halt 70 und bla bla. Und wenn man unter 60% hat, dann hat man direkt ein F, dann ist man durchgefallen. 60% in Deutschland wären noch eine 4, nee, 50% in Deutschland sind eine 4, glaube ich. Und man wird hier wirklich gut angesehen, wenn man gute Noten hat. Nicht so wie in Deutschland, da sagen Leute, man ist ein Streber. Wenn man hier gute Noten hat, dann wird man als schlau angesehen und gut. Dann, dass die Mädchen stärker geschminkt sind, stärker aufgebrezelt sind. Und nein, das ist überhaupt nicht so. Wenn ihr findet, dass ich gerade stark geschminkt bin, dann ist es einfach, weil ich gleich zu einer Party gehe. Zu einer Gender Reveal Party. Ich glaube, ihr kennt die so aus. Von Instagram. Wenn zum Beispiel die Luftballons hochfliegen und man dann weiß, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Manche Mädchen gehen ungeschminkt zur Schule und es juckt die nicht. Und manche Mädchen, die sich auch sonst immer schminken, gehen dann einfach ungeschminkt zur Schule. Und das Make-up ist nicht unbedingt stärker. Die meisten haben einfach Concealer und Wimperntusche und manchmal Augenbrauen. Und manche sind halt auch stärker geschminkt. Aber eigentlich ist das eigentlich recht natürlich so. Und sonst brezeln die sich auch nicht besonders auf, weil es einfach diesen Dresscode gibt. Also die meisten Mädchen tragen einfach eine Jeans und ein T-Shirt oder ein Hoodie. Manchmal auch ein Cardigan oder eine Jacke, keine Ahnung was. Deshalb, wenn du Nike trägst, ist es normal, nichts Besonderes. Und wenn du es nicht trägst, juckt es keinen. Und dann die nächste Frage, dass alle Mädchen auf Partys twerken. Und es ist normal, dass Mädchen hier twerken. Die Jungs finden es cool, aber nicht so krass besonders. Also wenn man es in Deutschland machen würde, dann würden die Jungs so sein, so... Also ein paar würden sein, so, oh mein Gott. Aber andere Jungs würden so sein, so, oh mein Gott, voll die Schlampe. Ist halt einfach so, aber hier ist es okay. Hier kann man auch Jungs antworten, so mit den Tanzen ist alles gut. Aber nicht jedes Mädchen muss es können, also wenn ein Mädchen es nicht macht, dann ist das okay. Aber wenn man zum Beispiel Interesse an einem Jungen hat, dann tanzt man so meistens mit ihm so... Rücken an seine Brust, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber das heißt nicht, dass man so mit ihm twerkt. Das heißt nicht, dass man an ihm twerken muss. Das ist halt einfach so, die meisten Mädchen machen es hier einfach und ja. Und dann die letzte Frage, dass jeder hier eine Juul besitzt. Das ist halt einfach so eine E-Zigarette, um es so zu erklären. Und ja, das macht eigentlich jeder hier. Wenn man es nicht macht, es interessiert halt auch wirklich keinen. Aber es macht einfach jeder hier. Und die meisten sind sogar abhängig davon und machen das im Auto während des Fahrens. Einfach überall. Das waren jetzt so alle Klischees, die meisten, die mir gestellt wurden. Wenn ihr noch weitere Klischees habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare und bedenkt bitte, dass es nur
so für meine Ansicht ist, für die Leute, die ich kennengelernt habe, und bezieht das nicht auf ganz Amerika und fragt es sich den nächsten Austauschschüler, ob das wirklich stimmt, weil das, was ich hier sage, ist richtig, aber nicht für ganz Amerika. Also, ja, das hier stimmt, aber es muss nicht in jedem anderen Staat auch so sein und in jeder anderen Stadt und bla bla. Ja, ich wünsche euch einfach einen wunderschönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!